der Weltraum. Unglaubliche Zeiten. Wir befinden uns in einer jähen Gegenwart im Jahre 22 nach der Wiedervereinigung. Dies sind die Abenteuer des Traumschiff Mauerpark, das viele Lichtjahre vom Materialismus entfernt ist, um unbekannte Bewusstseinswelten und Lebensweisen zu erforschen und damit in neue Gesellschaftsformen vorzudringen, die nie zuvor ein Mensch erlebt hat. Wende Todesstreifen. Jetzt Schmelztiegel für Kreativität und Aktivität. 1989 nach der Grenzöffnung und der Wiedervereinigung Berlins wurde die Militärzone an die Bürger zurückgegeben, die sich gleich an die Arbeit machten, den Grünstreifen zu beleben. Das Erfolgskonzept lautet Freiraum für den Freigeist. Der Mauerpark ist für mich ganz sicherlich ein Platz, an dem ich mich entspannen kann. Na, ich denke, dass der Mauerpark auf jeden Fall ein Platz der Freiheit ist. There is superstition. Let the stars to fall. Platz der Freiheit bietet genug Raum für eine Vielzahl kreativer Darbietungen. Die unterschiedlichsten Musikstile, gespielt auf mannigfachen Musikinstrumenten, dargeboten von Künstlern aus aller Welt. Sich dagegen Plätze wie den Potsdamer Platz anschaut. So. Wilde Rocksounds, gespielt von ungezähmten Musikern mit wehenden Mähnen, fegen wie ein erfrischender Wind über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Am Wochenende, am Sonntag, ist alles lebendig, es ist gemischt. Dieses Lied, if you're going to San Francisco, be sure you wear some flowers in your hair, so, das finde ich passt total zum Mauerpark. Ja, und schöne Frauen auch. Ja, ich weiß, wenn ich Freunde treffen will, kann ich hierher kommen und heute sind eine ganze Menge da. Und sich mit kreativen Menschen zusammen austauscht. Besonders am Sonntag sieht man so viele Leute, Jongleure, Künstler, die sich hier zur Schau stellen, Musiker an jeder Ecke. Das ist hier die freiste Fläche, freiste Raum in ganz Prenzlauer Berg, Wedding. Jeder kann es sich angucken, es ist kein Kapital dahinter. Zum Beispiel gerade im Hintergrund läuft, die gibt es auch öfter, wie ich weiß, und das ist einfach cool, weil man weiß, man kommt hierher, wenn schönes Wetter ist und es ist was los. Thank you.
Gemeinschaft verbindet eine besondere eigene Art zu leben. Die hier beheimatete Spezies bildet zusammen eine Melange der kulturellen Vielfalt. An warmen Sommerabenden, wenn die Touristen das Feld geräumt haben und die blaue Stunde zum nahenden Sonnenuntergang schlägt, treffen sich unverabredet Künstler und Musiker zur spontanen Musiksession. Morgens standen auf mysteriöse Art und Weise sogar 7 Klaviere im Mauerpark. Anina Behm von Modern Solo Piano hat diese Kunstaktion ins Leben gerufen. Normalerweise findet ja Musik oder generell Aufführungen in Konzertsälen statt oder in Theatern. Und das Publikum muss quasi Eintritt bezahlen, um dann in einem Konzertsaal sich der Kunst widmen zu können. Und die Idee war einfach, das Ganze mal auf den Kopf zu stellen und zu sagen, da wo die Menschen sind, da findet jetzt Musik statt. Wir warten nicht, bis das Publikum zu uns kommt, sondern dass wir einfach rausgehen, da wo das Publikum ist. Finden hier ihr Publikum. Im Mauerpark ist auch Platz für akrobatische Aktivitäten unter freiem Himmel. Hier wird trainiert und jongliert. Faulheit ist Schnee von gestern. Man nimmt einfach Socken und stopft was rein und dann dreht man an den Dingern. Und hier der verwirrende Sockenmove. Mit isolieren. Man weiß nicht, was geht. Man kann die auch anhalten. So. Und andersrum. So. Man kann die zwischendurch anhalten. So. Und dann wieder aufdrehen, weil geht das manchmal. Olli Reginal ist bereits seit einigen Jahren jeden Sonntag im Mauerpark mit seinen Jonglier-Sticks anzutreffen. Also ich bin 48 Jahre und bin Punk der ersten Stunde. Kinder und Erwachsene können bei Olli die Kunst des Jonglierens erlernen. Also wenn ich mir was zum Jonglieren einstecke, dann stecke ich mir nicht einen Stick für mich ein, sondern 3, 4. Das ist auch gerade das Schöne, dass es ein unheimlich gutes Medium ist, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ja, es ist ja gerade mal wieder ein Treffpunkt geworden, wo man die Energie auch spürt und wo die Leute gerne hingehen.
Aber bei allen Freiräumen ist es so, die Unfreiheit der Einzelnen wird zerstört, damit die Unfreiheit der Masse als Freiheit bestehen bleibt. Ich laufe öfters mal so rum, so ein bisschen bunt. Und ich ziehe einfach das an, was mir Spaß macht und stoße mich nicht an irgendwelche Normen und Regeln. Das sind meine Sticks, die baue ich selber. Woher hast du denn deine Motive? Ach du, die sammle ich mir zusammen von Flyers und aus dem Internet ziehe ich mir die. Ja, und dann schneide ich mir die so collagenmäßig zurecht. Gestern habe ich einen Stick mit Pin-Ups gemacht, aus den 50ern und mit so Glitzerkletter und so. Das ist der Coney Island Stick. Da sind lauter Freaks drauf. The ladies, the classy German ladies.